Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge The Forest von Cypher Vandy, natürlich von mir, meine Freunde. Und wie geplant machen wir heute eine wunderschöne Höhlenforscher-Tour, meine Freunde. Zu kleine Info, nehmen wir, das ist nachkommentiert, für die ersten paar Minuten, denn mein Mikrofon ist eine Horizon, ja. Jo, und viel Spaß auf der Reise und man hört sich. Oh, wen haben wir denn da, meine Freunde? Hallo Ladies, Baba ist für alle da, meine Freunde. Manche aggressiv, die Ladies. Ja. Oh, oh, oh. So, Baba ist down, meine Freunde. Bei so größeren Gruppen, oder bei 3 plus, ist wichtig, dass man die Anführer austritt. Sprich, die, wo sie entweder was am Bugel haben oder die größeren halt. Ah, dann laufen die anderen meistens weg, weil sie sich vor Angst in die Hosen scheißen. Ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft, meine Freunde. Oh, was haben wir denn da? Oh, meine Herzdame! Da hast du nicht extra auf mich warten müssen, Baby. Wir haben wirklich nicht mehr extra Zeit. Katana ist zwar geil, aber das ist sowas nicht. Das war schon mal besser. Mal Axt probieren. Zack. Axt ist zwar langsam, aber ein Vorteil ist, wenn du einmal gescheit triffst, dann liegen sie und dann kannst du es ein bisschen massakrieren, die Ladies. Wenn du verstehst, was ich meine. So, weiter geht's. Zu der Höhle. Die müsste nicht mal ein Loch irgendwo sein, das sind so Zelte. Und da müsste die Höhle sein. Oh, da müssen wir jetzt kommen. Ist das oder da drüben die Zelte müsste da auch nicht sein. Mal überlegen kurz. Na, drauf geschissen, gehen wir da rein. Drauf gehe ich schießen, schauen wir, was uns da erwartet, meine Freunde. Na, da sieht man das Loch. Ein Glitch. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Spitzhacke. Beziehungsweise nicht, was man Berge klettern kann. Die brauche ich ganz dringend. Ja, ohne diese geht nichts, meine Freunde. Ohne diese geht nichts. Die Reise geht weiter in die Tiefen der Mösen. Höhlen von Mösia. Wie Beats mit sagen da. Aber ich sehe gar nichts, Alter. Ich sehe einfach Nüsse. Wo bin ich jetzt überhaupt? Alter, du Schlamm kannst da scheißen gehen. Ohne Wolze. Ohne Wolze. Oh, ein Flair bewichsen da. Aha. Super nice. Lange Rede, kurzer Sinn, das war die falsche Höhle, meine Freunde. Da brauche ich nämlich ein Tauchgerät. Und ein Tauchgerät habe ich nicht. Ja, ich kann es zwar probieren, aber das steht nicht zur Debatte, weil ich will mein Leben nicht riskieren. Mein Leben ist so wertvoll, meine Freunde. Und es ist hier gar keine Nüsse, oder? Ja, sagen wir schon die andere Höhle. Da müsste da drüben bei den Zelten irgendwo sein. Das müsste dann die richtige sein. Eigentlich. Nachkommentiert schreckt es mich nicht, aber das ist mir ein bisschen geschreckt. Wenn ich ehrlich bin. Ja, und Abmarsch, meine Freunde.
Mal schauen. Das hat mir meinen ersten Campingausflug mit meiner Eltern. Wie geistesraum muss sein, dass du ein Camp aufschluckst, oder? Also, ich hab nichts davor, ja. Dann jetzt kommt der Google her drauf, dass das Mikrofon nicht geht. Dann bis gleich mit einer richtigen Aufnahme. Tschö. Wetzwecke, hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge The Forest. Mein Mikrofon ist down. Motherfucking down. Ich hab das erst jetzt gecheckt. Macht aber nichts, ist ja nichts Spannendes passiert. Dem her. Was ich richtig scheiße finde, ist, dass ich doch nichts sehe, Alter. Die Taschenlampe war mal so OP. Es ist brutal einfach. Aber wir müssen halt mit der altbewährten Methoden weitermachen. So, was früher da haben wir jetzt. In der alten. Ah ja, Zeit. Und gehen wir. So. Jetzt weiter oben. Ja, da geht's in die Ängste. Doch. Genau, da ist der. Wenn man den findet, den Kollegen, ist man am richtigen Weg, dass man die. Alles. Was der Fette. Okay. Da hat er Fragen, warum man nicht direkt in eine so. Nicht direkt in so einer großen Arena-Höhle ist. Braucht man sich keine Gedanken machen, dass das der Fetter kommt nochmal. Ich muss essen. Wo ist der Fetter, glaube ich, spielen? Oh, so der Fette. Ja. Ich bin uns unten, glaube ich, spielen. Cool ist das. Wie stark war das jetzt? Bis jetzt? Ist echt schlimm, Alter. Schwimmen rauf. Ah, nein, da will ich fliegen. Ich weiß nicht, ich bin da komplett aus der Übung, ich traue mir da gar nicht mehr recht. Ich sehe auch keinen, Alter. Wo sind denn die alle? Ein schwarzes, gell?
Aber ich sehe ihn einfach nicht. Es tut mir echt leid, dass das Video so, weiß nicht, so dumm ist einfach. Aber wenn ich das sehe, kann ich nichts machen, Alter. Ich sehe euch nicht, Alter, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hallo. Was er da ist, keine Ahnung. Ja. Meine Freunde, was sie machen? Wenigstens oben noch ist, Alter. Ich sehe einfach nichts und die. Oh. Du weißt nicht, was da ansieht, Alter, ohne Witz. Hallo. Fullscreen, first reverse. Bloom gray on, bloom on. Eye off. What is this? Ah, boah, bitte nicht. Boah, 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 boah. Ja, ist schon besser. Jetzt sehe ich nicht umdreht. Da komm ich ja her. Ist aber schon geiler. Im Ost war es. Warte mal. Ich jetzt. Ah, nein, es ist ein bisschen heller Text, das passt da. Super. Super, passt gut. Das macht Sinn.
kann man so aufspringen. Ja, so von. Was muss ich aus ist davon? Verkimmt ist verwurscht. Der Muschiklaus, schau das an. Und na. Ah, der Muschelglas. Mach mich fertig, ey. Was ist jetzt? Oh, hier ist ja der Muschelglas. Ja, da sieben. Okay, da kommt Toffe, ja, alles klar. Bro, brauch ich nicht. Nehmen wir mit. Ich glaube, sie noch eine herunter. Ich glaube, ich gehe wieder auf. Ja, schaut, dass wir weiterkommen sind. Es war eine mega spannende Höhlenexposition. Ich bin ein kleiner Hosenschisser. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass die Einstellung super, super ist. Ich sehe wenigstens was. Es ist echt Gold wert. Mit den anderen habe ich gar nichts gesehen, Alter. Also hätte mein Fett nachher weg, also gemütlich wegsnacken können. Krampfpfeile oder was. Aber wenn du es nicht siehst, was soll ich machen? Ne? Probieren wir das nächste Mal, dass wir die Axt holen. Allein ist es ein bisschen schwierig, das Ganze. Beides zu machen, einfacher. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich rausgehe. Aber wenigstens mal in der Höhle, da wo man geboren wird. Aber was nice. Ist ja auch nice, ja. Naja. Das ist die Muschelklaus-Höhle, die gibt schon ewig. Ja. Muschelklaus ist kein Thema nochmal. Oh mein Gott, nice. Wieso ist es nicht mehr finster? Sweet Home, Alter. Ah, ist das spoilt. Oh my fucking God. Wie viele Federn haben wir noch? Eine, okay. Pfeile noch gemacht. Ja, so viele Pfeile haben wir nicht verschossen. Ich habe ein paar wieder aufgehoben. Ja. Das ist komplett klar, das taugt man nicht. Ich habe kein Fleisch, nichts zum Essen mit.
Ehren können wir erfüllen. Ja, du kriegst sie. Wieso sind die schon wieder weg? Ja, da verstehe ich das schon. Ich sage nicht, wenn du das nicht 4-5 Mal aberntest und dann sind sie hier. Verstehe. Jetzt habe ich es gar nicht abgeerntet und. Ja, nein, hier. Ja, dann haben wir es noch schnell ins Wasser. Das sagt wird, das passt gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Freunde. Ja, war ein bisschen ein Noobplay, das Ganze. Nur wenn es nichts sieht, wenn ich nichts in der Höhle nichts sehe, was soll ich machen? Ganz ehrlich, ich zaubern kann ich nicht. Jetzt habe ich das super eingestellt und das ist eigentlich super, auch in der Höhle super. Das ist einfach super. Und ich hoffe, dass das nächste Mal ein bisschen spannender wird und ein bisschen alles koordiniert da läuft. Jo, gestorben sind wir einmal. Yay! Gestorben mehr oder weniger. Einmal lassen sie dich in Ruhe. Einmal lassen sie dich ja. Hängen sie dich auf und die anderen Male stirbst du einfach. Jo. Was war das jetzt? Fresh. Ja. Das ist alles verdorben schon. Ich tick alles nicht mehr. Diesen schönen Schlussworten bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt so, wie es hat. Wünsche euch das Beste. Und ja, bitte seid mir nicht böse, aber. Nächstes Mal fick mir die Bitches. Fick mir die Bitches in der Hölle, ja? Der Fette muss fallen. Alles klar. Ich wünsche euch was. Tschüss mit dir und ciao mit euch.